Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Sendung heute. Unser Thema heute ist die syrische Theologie. Auf der Universität in Salzburg in Österreich wird ein zweijähriger Masterkurs angeboten. Und mein Gast heute, der heute Ihnen die Fragen beantworten wird, wie das Ganze entstanden ist und wie diese Idee ins Leben gerufen worden ist, Professor Dr. Ahios Amenrasho, ein Hauptschüler, der erst auch hier in Verl gewohnt hat und hier zur Schule gegangen ist, der seinen Doktortitel gemacht hat und jetzt auf der Universität in Salzburg die syrische Theologie unterrichtet. Und deswegen bin ich ganz, ganz froh, dass er heute mein Gast ist. Herzlich willkommen, Professor Dr. Ahios Amenrasho. Danke, dass Sie heute hier sind. Dankeschön, ich freue mich, hier sein können. Okay. Professor, können Sie uns einmal ganz kurz erstmal vorstellen, zu Ihrer Person etwas sagen, wie das Ganze überhaupt entstanden ist? Sie waren ja hier erst in Gütersloh auf der Schule und sind dann im Nachhinein nach Salzburg umgezogen. Erzählen Sie doch mal bitte ein bisschen über Ihre Person. Ja, ich bin wie viele andere Kinder damals aus Tulabdin hier hingekommen als Kind und meine Eltern sind nach Verl gekommen. Dort bin ich ganz normal in die Schule, in die Hauptschule Verl gegangen, von der Hauptschule Verl. Dann ging es weiter nach Bielefeld, dort Abitur gemacht bei den Ursulinen und 5 Jahre Studium in Paderborn, katholische Theologie. Aber während mein Studium, da bin ich öfters immer wieder nach Jerusalem gefahren oder nach Damaskus, um so mehr über die syrische Theologie zu erfahren, mit den Studenten in Priesterseminare dort zu wohnen. Und damals bin ich auch öfters in die Niederlande gefahren, in das Kloster Morafrem, und könnte ich dort von den Mönchen, von dem Bischof und einiges anderen das eine oder andere mitbekommen. Ja, und nach dem Studium in Paderborn war ich vor 5 Jahren in England für einen Masterkurs und Doktorat. Und anschließend war ich wieder hier in Verl in Gütersloh und ich durfte mit den Religionslehrern in Nordrhein-Westfalen 2001 anfangen zu unterrichten. Wir hatten damals den Religionsunterricht hier aufgebaut. Und nach 6 Jahren als Lehrer in Nordrhein-Westfalen, dann bin ich nach Österreich gegangen, nach Salzburg. Okay. Das ist ja eine ganz, ganz tolle Idee, dass syrische Theologie auf einer Universität in Salzburg unterrichtet wird für Studierende. Und können Sie uns ganz kurz erzählen, wie diese Idee überhaupt entstanden ist? Ja, es ist eine sehr, sehr lange Geschichte. Erstens hat es schon mit meiner Person zu tun. Als wir noch in Verl waren und ich war damals 13, 14 Jahre alt, wo mein Onkel Ibrahim Shaman Khashoggi angefangen hatte, Madrasse aufzumachen, also so wie Sonntagsschule. 2-3 Mal in der Woche hat er die Kinder bei sich gesammelt, auch zu Hause bei sich, im wörtlichen Sinne hat er die unterrichtet. Und das hat er 6 Jahre lang gemacht. Und damals schon, ich war einer der wenigen, der aus der Heimat noch Syrisch gelernt hat, ein bisschen die Melodien, Hymnen der Kirche mitbekommen hat, einiges von der Liturgie schon verstanden hat. Und da könnte ich mit ihm lernen, aber auch gleichzeitig schon Verantwortung übernehmen im Sinne eines Lehrers. Mhm. Also ich hatte eine kleine Gruppe gehabt, 6-, 7-Jährige, 8-Jährige, die habe ich schon damals selber unterrichtet. Und da ist mir eins aufgefallen, dass die Lehre, Lehramt und Unterricht sehr, sehr, sehr wichtig sind für jede Person, für jeden Mensch, aber auch für eine Volksgruppe oder für ein Volk oder eine Kirche, dass Lehre und Lehramt enorm wichtig sind. Und das hat mich über mein Studium auch begleitet. Das hat mich auch ermutigt, immer mehr für mich selber zu lernen. Das habe ich auch gerne getan. Und als ich hier dann als Religionslehrer tätig war, habe ich gesagt, gut, meine Arbeit ist beschränkt hier lokal, aber in der Situation, wie sich unsere Kirche befindet, die syrische Kirche, das syrische Christentum heute, ich habe gedacht, wir brauchen ein Zentrum, wo wir zukünftige Lehrer und Priester ausbilden können. Und das war schon bei mir im Hintergrund, warum ich überhaupt nach Österreich gegangen bin und das Lehramt hier aufgegeben hatte. Und als ich dort war, Gott sei Dank, mit Hilfe von vielen anderen Kollegen hat es stückweise angefangen. Wie es aussehen sollte, gab es keine konkreten Pläne. Aber dass irgendetwas gemacht wird, das war für mich klar und eindeutig. Und Gott sei Dank, dort haben sich die Wege mit der Zeit geöffnet durch große Hilfe von vielen Personen, die sich da engagiert haben. Gibt es denn dort in Österreich andere Möglichkeiten, als es hier in Deutschland der Fall ist? Sind Sie aus diesem Grund vielleicht dann nach Österreich umgezogen?
Die Möglichkeiten sind immer gebunden an die Person, die agieren. Mhm. Bevor ich schon weggegangen bin, habe ich auch hier versucht. Ich habe versucht, hier Anschluss zu finden an die Universität in Münster, aber auch in Bonn. Mit dem Ministerium von Nordrhein-Westfalen hatten wir gesprochen. Mhm. Ich hatte mit der Universität Paderborn bzw. Theologische Fakultät in Paderborn gesprochen, sogar Gespräche auch geführt damals mit Erzbischof Becker von Paderborn, ob die da unterstützen können. Also es gab schon Bemühungen, auch hier was aufzubauen. Nur zu der Zeit hatte ich ja keine konkrete Unterstützung bekommen. Okay. Weil die Idee war irgendetwas noch ein bisschen absurd, mhm, und ist natürlich mit Kosten verbunden, mhm, mit Verantwortung verbunden, mit Ausnahmeregelungen verbunden. Und nicht jeder war bereit, da einen Ausnahmeweg zu machen. Wie lange hat es gedauert, bis wirklich das Ganze letztendlich zustande gekommen ist? Also wie viele Jahre war das ein Prozess? Von Jahren, von Monaten? Oder wie kann man das so sagen? Ja, die Idee war schon, da irgendetwas zu machen, bevor ich weggegangen bin. Und ich bin de facto mit dem heutigen Jahr schon 10 Jahre dort, mhm, in Salzburg. Mhm. Und von Anfang an hatten wir den Wunsch, auch mit meinen Kollegen, besonders kann ich schon erwähnen, den Professor Dietmar Winkler, er ist auch der Dekan der Theologischen Fakultät jetzt, und er hat auch sich im Bereich syrische Theologie, aber auch koptische Theologie spezialisiert, und er kennt unsere Situation sehr gut. Und mit ihm und mit seiner Arbeit im Rahmen der Stiftung Pro Oriente, da gibt es viele auch andere Österreicher, die Lage der syrischen Christen gut kennen, mhm, und auch die Geschichte der syrischen Kirche gut kennen. Und die waren bereit zu unterstützen, zu helfen. Und nicht zuletzt dort auch der Erzbischof, damalige Alois Kotgasser, war sofort bereit zu helfen. Er war sehr gut befreundet mit unserem Erzbischof Gregorius Johanna Ibrahim von Aleppo und auch inzwischen auch mit den Delegationen des Patriarchen, die dahin gekommen sind. Also er war offen und er hat zugehört. Ich sagte, gut, da können wir unterstützen, da können wir helfen, und das werden wir das auch tun. Aber de facto bis zur Umsetzung hat schon 8-9 Jahre gedauert, mhm, ja. Also ein langer Prozess und mit viel Arbeit verbunden, wie ich höre. Absolut, also wir haben angefangen und wir sind immer noch auf diesem Weg dahin zu gehen, bis wir das Ganze etablieren, und es steht noch genauso viel Arbeit, wenn nicht sogar mehr und weit mehr noch vor uns. Mhm. Professor, warum ist es denn notwendig, dass syrische Theologie studiert wird? Ich möchte einen Vergleich ziehen. Wissen Sie, wo unsere Eltern, auch wir als Kinder, dann die Heimat verloren haben, ist es selbstverständlich, dass wir uns hier niederlassen, im Sinne einer Wohnung suchen, ein Haus suchen, wenn es soweit ist, auch gewisse Selbstständigkeit beruflich sich zu etablieren. Das sind alle Prozesse, die ein Mensch braucht, für sich selber, für seine Familie und für sein Berufsleben vorzugehen. Und auf diesem Prozessweg, ich denke, unsere Leute haben sich sehr erfolgreich gezeigt, und die haben sich auch hier gut integriert. Gut meine ich hier, nicht nur Deutschland, sondern Europa, auch in Österreich, in Schweden, in Niederlande, in ganz Europa. Also als syrische Christen in der Regel haben uns hier in diesem neuen Heimat, in der Diaspora, uns gut etabliert, beruflich, individuell und familiär. Jetzt für eine Kirche, und syrische Kirche, die immer universale Kirche war im Nahen Osten und in ganz Zentralasien bis hinein Indien und China, eine internationale Kirche. Eine absolut globale, universale Kirche zu ihrer damaligen Zeit war. Sie hat sich auch versucht, überall zu kultivieren und zu etablieren. Und das ist auch der Prozess hier. Und dieser Prozess hat auch schon in den 70er, 80er Jahren angefangen mit Kirchenbauen, Madrasioso einzurichten. Auch inzwischen 3 Klostern haben wir in Europa und natürlich viele Gemeinden und Pfarren. Aber diese Kirchen, und diese Kirche und diese Gemeinden, diese Diözesen, die brauchen Nachwuchs. Wenn wir unsere Priester vor Auge führen, da haben wir viele, die meistens in der Heimat ihre Training haben. Aber die kommen auch in einem Alter, wo die, es frage nur der Zeit, wo der eine oder andere jetzt dann nicht mehr pastoral und liturgisch tätig sein können, dann brauchen wir neue zu kommen. Und woher kommen die? Wenn man keine
Klerikoito, wie wir sagen, kein Priesterseminar haben, keine Ausbildungsstätte haben, da kommen auch keine Leute. Und ich denke, als Kirche, sich zu etablieren, da muss sich auch die Theologie, und in diesem Fall die Theologie der syrischen Kirche, sich hier in der Diaspora etablieren und neu pflanzen. Professor, können Sie uns jetzt sagen, wann genau jetzt der Masterkurs angefangen hat? Ja, der Masterkurs hat im Oktober 2015, also vor einem Jahr und drei Monaten, angefangen. Und es war eine schöne Eröffnungsfeier dort mit Patriarch Mor Ignatius Ephrem II., mit dem Erzbischof Dr. Franz Lackner aus Salzburg, mit Dekan der Theologischen Fakultät, mit dem ehemaligen Minister für die Universitäten und Bildung und Wissenschaft, der uns auch das ermöglicht hat, der war dort gewesen, und viele, viele anderen Gäste, nicht zuletzt auch natürlich der Rektor der Universität Salzburg. Also es war gut besucht mit weit über 400 Leuten und haben eine schöne Eröffnungsfeier, einmal in der Universität und einmal im Haus, wo die Studierenden wohnen. Und welchen Abschluss muss man haben, damit man jetzt wirklich an der Universität in Salzburg die syrische Theologie studieren kann? Ein Masterkurs, das ist immer ein fortgeschrittenes Studium und das ist kein Grundstudium. Für Grundstudium braucht man einen Bachelor und das wird vorausgesetzt. Also die Studierenden, die dahin kommen wollen, müssen schon einen Bachelorabschluss haben. Das ist mindestens ein dreijähriges Ausbildung, universitäres Studium hinter sich gebracht haben. Und jeder Student aus Europa kann auf die Universität oder darf auf die Universität und darf die syrische Theologie studieren oder gibt es da Ausnahmen? Es gibt Ausnahmen, es gibt einige andere Bedingungen, die erfüllt werden müssen, weil wir sprechen hier von einem Postgraduate-Studium mastermäßig für Theologie, und wer keine Grundkenntnisse der Theologie mitbringt und wer an die anderen Bedingungen, zum Beispiel überhaupt auch keine syrische Kenntnisse hat und so, es wird schwierig, ihn aufzunehmen. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass jeder und jede, die dahin kommt, in der Lage ist, da mitmachen zu können und die Kurse zu folgen. Aber ich bin mir bewusst, wir haben viele syrisch orthodoxe Christen, aber auch andere, die das studieren wollen, aber kein Grundstudium in syrische Theologie oder in andere Theologie. Da können wir natürlich Ausnahmen machen, wenn wir sicher sind, die kommen mit viel, mit einem großen Interesse und die kommen mit auch gewisse theologische Grundkenntnisse. Das heißt, Ministranten, Diakone, Schamusche, wie wir sagen, die jahrelang in der Kirche geholfen haben und dort mitgemacht haben, die bringen sehr viele theologische Kenntnisse mit. Auf die können wir aufbauen. Also, aber irgendwann ein Abschluss, dann kann auch ein anderes Fach sein. Es kann zum Beispiel in Allgemeingeschichte sein, es kann irgendwo ein Humanwissenschaften sein. In gewissen Notsituationen, es darf auch in Engineering oder Naturwissenschaften sein, da können wir auch Ausnahmen machen, nur eben andere Faktoren müssen erfüllt werden im Sinne Interesse und gewisse Grundkenntnisse an syrische Theologie, syrische Sprache mitzubringen. Ein letztes Punkt möchte ich hier erwähnen und das ist sehr wichtig. Wir haben dort als Kommunikationssprache Englisch. Also, da wäre ich gleich drauf zu sprechen gekommen. Bitte. Ja. Aber das machen wir gleich dann. Ja. Was ist denn mit den Schülern zum Beispiel, die jetzt nun Hauptschulabschluss haben und auch die syrische Theologie studieren wollen? Sie haben ja eben gesagt, man muss eben schon viel weiter sein. Was ist mit diesen Schülern zum Beispiel? Ja, Schüler oder auch jetzt andere Interessenten, die älter sind als Schulalter, natürlich, das geht ja nicht direkt, dass die in den Masterkurs einsteigen können. Also ein Grundstudium muss man ja haben. Aber in Österreich, zum Teil auch in Deutschland, es gibt Möglichkeiten für Schüler, die nur einen Hauptschulabschluss haben oder Realschulabschluss haben, aber kein Abitur, Matura oder A-Level, wie man es nennt. Wenn man diesen Universitätszugang noch nicht in der Tasche hat, da gibt es Ausnahmen über Aufnahmeprüfungen und so, den Zugang sich zu ermöglichen. Nur, das wird
nicht jeder schaffen können, das muss man auch sagen. Also es sind schon gewisse Ansprüche. Das heißt, Schüler oder Menschen, die nur einen Hauptschul- oder Realschulabschluss haben, aber doch mit einer gewissen intellektuellen Kompetenz kommen können, die auf Matura-Ebene zuzutreffen ist und bereit sind und fähig sind, da zu lernen und mitzuarbeiten, da kann man einen Weg immer wieder finden. Das ist doch schon mal schön, damit auch dann diese Schüler wissen, sie hätten eventuell eine Chance, ne? Welche Fächer werden denn dort unterrichtet und auf welcher Sprache werden die unterrichtet, ja, die Fächer? An der Universität heutzutage, seit dem Bologna-Prozess, wir sprechen von Module. Mhm. Module, das ist eine so Art Fächergruppe, Bereiche. Der Masterkurs ist aufgebaut auf 7 Module und jedes Modul hat 3, 4 oder 5 unterschiedliche Fächer, die zu einer Einheit zusammengestellt sind. Und ich kann hier kurz diese Module erwähnen. Der erste Modul ist Sprache und Literatur. Das heißt, die Studenten, die Studentinnen, die lernen erst die Sprache, die syrische Sprache und damit auch im Gesamten der aramäischen Sprache, also das Altaramäische und diese sogenannten neo-aramäische Sprachen, Surai, Turoyo und so, dass die erfahren, wie diese Sprachen miteinander verbunden sind, wie das zueinander gehören. Aber Syrisch, klassisch Syrisch, müssen die so weit lernen, damit die lesen und verstehen können. Mhm. Das ist schon enorm, weil durch diese syrische Sprache schafft man den Zugang zu der Literatur. Und mit diesem Modul der Sprache und Literatur, man kriegt auch einen Überblick, welche Bücher da gibt es, welche Veröffentlichungen, wie groß ist und wie reich ist diese aramäische oder syrische Literatur, beziehungsweise sogar christlich-arabische Literatur, wie wichtig das ist. Dann gibt es das zweite Modul, wenn ich weitergehen kann, nicht, dass das Gespräch jetzt zu absolut lange wird. Absolut okay. Ja, okay. Also das zweite Modul ist Bibelwissenschaft. Da lernt man, was die Bibel ist, wie die Bibel zum Beispiel aus dem Hebräischen oder Griechischen in Syrische übersetzt ist. Wie ist überhaupt die syrische Bibel entstanden? Oder welche Schwerpunkte in der Exegese, in der Auslegung der syrischen Tradition da gibt es. Da beschäftigt man sich wirklich mit biblischen Fachkenntnissen. Dritter Modul ist dann Geschichte. Da befasst man sich mit dem Christentum insgesamt, aber besonders die Geschichte des syrischen Christentums über 2000 Jahre bis heute. Ein weiterer Modul ist die Liturgie, Liturgiewissenschaften, das ist sehr wichtig. Da lernt man, was Sakramente sind, was ein Sakrament bedeutet, was ist Taufe, was ist Eucharistiefeier, also Kurobo Alohoyo und so on. Also da beschäftigt man sich mit der Liturgie und Liturgiewissenschaften. Ein weiterer Modell ist die Spiritualität und Geschichte der Kirchen und vor allem der Klöster und die Viten der Heiligen. Sechster Modul ist die systematische Theologie und die Lehre der Kirchenväter im Hinblick auf konkrete Fragen der Christologie oder Ekklesiologie. Ich merke, das ist schon ein bisschen speziell, da können es auch dann nur bestimmte Fachleute das verstehen, wenn ich detailliert da erkläre. Aber da beschäftigt man sich wirklich mit der Kernlehre des syrischen Christentums und der Kirchenväter. Und ein letztes Modul ist mehr praktisch orientiert im Hinblick auf die pastorale Arbeit, im Hinblick auf Religionsunterricht. Wie unterrichtet man zum Beispiel Religion in der Schule? Das ist Religionsdidaktik. Oder was ist Kirchenrecht? Hudoyo, wie wir sagen, von Bar Hebraeus oder Nomokanon, Akun Nedi'ito, also diese konkrete Fragen im Hinblick der Synoden und die Beschlüsse, die da fassen, welche Bedeutung haben die für uns im Alltag? Ganz konkret, wenn ich sage, wenn unser deutscher Bischof mit seinem Priester sich trifft und sich über Sachen einigen, wie werden das umgesetzt, wenn da Beschlüsse verfasst sind und so, oder wenn in die Heilige Synode neue Beschlüsse verfasst werden, wie kommen die über, oder Vereinbarungen zwischen unserer Kirche und anderen Kirchen, welche Wirkung hat, also mehr so praktisch orientiertes Modul ist das, und dann muss schließlich
jeder Student auch seine Masterarbeit schreiben und noch zwei Wahlfächer. Ich merke schon, also es ist schon nicht ganz so einfach, ne? Auch zwei Jahre, die sehr kompakt sind letztendlich, ne? Mit viel Stoff auch, ne? Absolut, ja. Absolut. Also das ist sehr, sehr intensives Studium. Mhm. Zwei Jahre, da muss man wirklich dementsprechend arbeiten und da wird alles auf dem Tisch serviert, was man überhaupt bestens finden kann im Hinblick auf dieses Fach. Können Sie uns denn sagen, sind Sie jetzt der einzige Professor, der die syrische Theologie auf der Universität in Salzburg unterrichtet, oder gibt es noch mehr Professoren, die syrische Theologie unterrichten dort? Nein, wir sind mehrere, und da muss man zwei Ebenen unterscheiden. Einmal die Lehrenden, die da vor Ort sind, und einmal die von außerhalb kommen. Mhm. Vor Ort, da haben wir noch jemanden aus der syrischen Kirche, das ist der Malfono Gabriel Rabo, der dort mit unterrichtet. Der hat auch eine Stelle an der Universität Salzburg, und ich habe meine Stelle dort. Das sind die beiden, die konkret im Hinblick auf den Masterkurs dort ihre Arbeit aufnehmen können und dort auch unterrichten und mitverwalten. Dann habe ich von zwei Kollegen, die konkret mithelfen. Das ist unser Dekan, Professor Dietmar Winkler, der unterrichtet zum Beispiel im Modul Kirchengeschichte. Das ist sein Spezialgebiet, kennt er sich bestens aus. Das macht er zusammen mit einer Kollegin aus China, Dr. Li Tang. Sie ist zurzeit in Cambridge noch als Gastprofessorin. Die beiden zum Beispiel decken den gesamten Bereich Kirchengeschichte. Das sind so die vier Personen, die in Salzburg vor Ort sind und dementsprechend auch unterrichten. Aber alle anderen Kurse, was wir vor Ort nicht machen können, da sind wir auf die Spezialisten außerhalb angewiesen. Und die Spezialisten, das sind unsere Kollegen weltweit. Wir kriegen zum Beispiel jetzt im Januar unsere Kollegin Hidemi Takahashi aus Tokio. Okay. Der wird kommen und der wird so das Fach Naturwissenschaften und Philosophie in der syrischen Tradition unterrichten. Wir hatten ja jetzt im Wintersemester Professor Hermann Teule aus Nijmegen und Leuven dort. Der hat auch einen Kurs angeboten, der kommt auch in Jena wieder. Wir haben Professor Sebastian Brock aus Oxford dort gehabt, hat unterrichtet. Wir haben auch aus der syrischen Kirche Malfonisha Abutalay aus Berlin. Ist gekommen, ja. Und der hat auch im Modul Sprache und Literatur unterrichtet. So, es sind etwa 10, 12 bis 15 Leute, die ich da auf der Liste habe. Das sind Freunde und Kollegen weltweit, die kommen und damit helfen. Auch einige von unseren syrischen Christen hier gerade in Deutschland kennen den Dr. Den Bissen, der in Gronau war, lange Zeit auch mit Erzbischof Mor Polycarpus unterrichtet hat. Der ist auch jetzt da gewesen und der kommt auch im Januar nochmal. Und von unserer Kirche, und das ist sehr wichtig, unser Erzbischof Mor Polycarpus, Dr. Augin Aydin aus Niederlande, der unterrichtet einerseits mit, aber auch er ist der Vorsitzende dieser ganzen syrischen Delegation zusammen mit unserem Erzbischof Morphiloxenus Matthias Naisch, die das verwalten und die als Vertreter der syrischen Kirche dort tätig sind. Ich merke schon, ganz, ganz viel Professionalität steckt dahinter bei dem Ganzen, ne? Also wir tun unser Bestes. Schön. Wir sind eben nicht mehr darauf zu sprechen gekommen, in welchen Sprachen wird denn der Unterricht jetzt unterrichtet? Ist das komplett dann in Englisch alles? Weil wir sind eben drüber weggekommen. Ja, es ist auf Englisch, weil wir waren angewiesen aufgrund unserer de facto Situation überall in der Welt zu sein. Einerseits Studenten aus der syrischen Kirche, aber auch Studenten aus den anderen Nationen oder Kirchen, die sich dafür interessiert. Da haben wir lange überlegt, wie wir das machen können. Und um international sowas machen zu können, haben wir gesagt, das suchen wir uns natürlich Englisch aus. Mhm. Und die Studenten, die kommen und dort studieren, die müssen auch Englisch und bitte gutes Englisch können. Ja, das ist, denke ich, die Grundvoraussetzung, ne? Damit man das auch letztendlich versteht und das Ganze nachvollziehen kann. Ne? Absolut. Also sonst werden wir nicht richtig kommunizieren können. Nee. Aber eine Ergänzung möchte ich sagen, wenn ich sage jetzt auf Englisch, viele unserer Leute erschrecken sich, sagen, wieso nicht Syrisch und so. Aber die Literatur, die wir verwenden,
Das ist einerseits die akademische Literatur, das heißt die Bücher, die von anderen Fachleuten geschrieben sind und über bestimmte theologische Themen ihre Texte verfasst haben, die wird natürlich dazugezogen, sei es Deutsch, sei es auch Französisch und so, je nachdem, was die Studierenden können, dann noch verwenden. Aber vor allem, alles dreht sich um die Lehre der syrischen Kirche und de facto mit der Hauptbasis mit den syrischen Texten. Das heißt, die syrischen Texte werden immer wieder mitbearbeitet und deswegen die Studenten müssen Syrisch können, beziehungsweise wenn die da sind, spätestens dann lernen. Sie müssen auch das Syrisch letztendlich lesen können, nicht nur sprechen können, sondern auch lesen können. Sie müssen es auch verstehen können. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Studenten auch aus Indien da und einer von denen, der kann Xobonoe so sprechen, wie ich mit vielen anderen Lehrern sprechen können. Also, aber der hat das jetzt nicht nur in Salzburg in kurzer Zeit gelernt, sondern schon vorher. Okay. Ja. In Indien schon. Können Sie uns denn sagen, wie viele Studenten momentan jetzt diesen Masterkurs besuchen? Ja, ich habe zurzeit 13 dort. Okay. Und wie finanziert sich denn jetzt das ganze Konzept? Müssen die Studenten zum Beispiel, man kennt das hier, die müssen eben halt Gebühren zahlen, die Studenten. Wie finanziert sich denn das Ganze bei Ihnen? Ja, die Finanzierung muss man wieder in zwei Teile trennen. Einmal die Finanzierung des Masterkurses, das heißt die Kosten, die da entstehen für die Universität und für die Lehrenden. Das ist jetzt für die nächsten Jahre alles gesichert über die Universität, über das Ministerium und zusätzliche Faktoren. Da haben wir in dem minimalen, schmalen Gang, wie wir es jetzt haben, das ist jetzt gesichert. Ja? Aber für unsere Studenten ist wichtig natürlich, dass die dort leben können. Mhm. Und da hat sich die syrische Kirche überlegt, ein Haus dort zu mieten. Das kriegen wir auch das Haus sehr günstig von der Erzdiözese der katholischen Kirche in Salzburg vermietet. Und das Haus haben wir zum Teil schon übernommen. Den restlichen werden wir hoffentlich im September bis dahin auch fertigstellen und übernehmen können, sodass wir bis zu 26, 30 Studierende dort unterbringen können. Und dort haben wir eine Kirche, eine Kapelle. Und die Idee ist es, in diesem Haus so zu wohnen, ja, vergleichbar wie mit Mor Gabriel oder Mor Afrem in unseren theologischen Seminaren in der Heimat, dass sie dort dieses Spirit, dieses Geist monastischen Lebensart mitbekommen. Das heißt, die sind angewiesen, dort tagtäglich ihre Gebete gemeinsam zu verrichten, gemeinsame Mahlzeiten zu nehmen und noch zusätzliche Lehre, Unterricht, vor allem in der Sprache und in der Liturgie dort zu bekommen. Das kriegen die dort auch alles in einem separaten Programm angeboten. Und diese Studenten, die dort wohnen, werden auch mehr oder weniger von der syrischen Kirche finanziert, durch die Spenden von einigen Beteiligten, aber auch jetzt seit 2016, Patriarch Mor Ignatius Ephrem II. Hat an allen Kirchen hier in Zentraleuropa geschrieben, bitte am Sonntag nach dem Kreuzfest, nämlich nach dem 14. September, den ersten Sonntag danach, soll die Kollekte, also Isrenie, die Kollekte an das Priesterseminar nach Salzburg gehen. Und da sind wir sehr froh, dankbar. Da kommt einiges zusammen, sodass wir die Studierenden finanzieren können. Mhm. Wie kann man Sie denn jetzt noch weiterhin finanziell unterstützen? Ja, wir brauchen noch weitere Unterstützung, um mehr Studenten dort aufnehmen zu können. Aber auch im Hinblick auf die Universität, mein Wunsch und Ziel ist, dass wir demnächst ein richtiger großer Team von Wissenschaftlern auch sind, die forschen und lehren. Und für beides sind wir immer wieder auf Gelder angewiesen. Und entsprechend der Mittel, die da kommen, können wir Leute holen, sowohl Studenten als auch Lehrende. Das heißt, jeder könnte ja eigentlich auch spenden. Wir würden uns auf jegliche Unterstützung freuen und jedes Euro zählt. Das kann ich nur bestätigen. Okay. Eine letzte Frage habe ich jetzt noch. Und zwar, Professor, wie wir ja ganz oft auch wissen, viele treten ja auch aus den Kirchen raus und die Jugendlichen sind oftmals nicht so motiviert, in die Kirchen zu gehen. Was können Sie denn unseren Jugendlichen sagen, oder letztendlich auf den Weg geben, damit sie motivierend sind, quasi diesen Masterkurs quasi zu studieren? Und warum ist es wichtig und welche Vorteile ernten wir dadurch, wenn unsere Jugendlichen diesen Masterkurs letztendlich besuchen? Ich denke, die religiöse Frage, die Spiritualitätsfrage
ist aus meiner Perspektive eine essentielle Frage im Herzen von jedem Menschen. Mhm. Ob so oder so, jeder trifft eine Entscheidung. Einige suchen es noch in eigener Tradition, andere in andere Traditionen. Aber ich denke, jeder, der Vertrauen findet in die syrische Kirche und den syrischen Traditionen und diese Werte kennenlernt, und das kann man natürlich durch ein Studium, durch eine Forschung, durch zweijährige Auseinandersetzung damit sehr vieles erfahren, sich selber erst stärken. Und wenn man mit solchen Wissen dann kommt, man kann in den Pfarren, in den Gemeinden, auf der Diözesanebene auch enorm viel Arbeit tun, und da ist enorm Bedarf da. Es muss nicht unbedingt sein, dass man Priester wird oder konkret direkt Lehrer, aber in allen anderen Gremien, die wir haben, Vereine, Dachverbände und so, da sind Menschen mit Fachkenntnisse der syrischen Theologie, syrischen Tradition, syrische Kirche und Geschichte sicherlich sehr gewünscht und willkommen. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich denke mal, wir werden das natürlich verfolgen, und das wird mit Sicherheit nicht das erste Interview sein. Wir haben erstmal so einen kleinen Überblick heute bekommen. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie unser Gast waren, und wir wünschen Ihnen natürlich viel, viel, viel Erfolg für die weitere Zukunft. Dankeschön. Ich bedanke mich auch sehr, und ich freue mich, wenn jetzt bis September ist noch Zeit, dass wir neue Studenten bekommen. Und wer sich entscheidet, nach Salzburg zu kommen, ja, bitte meldet euch, melden Sie sich, schreiben Sie uns über unsere Homepage. Sie finden da mehr Informationen, und einfach herzlich willkommen nach Salzburg. Und ich freue mich auf jede Frage und auf jede Person, die dahin kommt. Ja, schön. Dann drücke ich Ihnen die Daumen, dass Sie ganz, ganz viele Studenten bekommen. Und vielen herzlichen Dank nochmal, dass Sie unser Gast waren. Ja, danke schön. Liebe Zuschauer, hier kommen wir zum Ende unserer Sendung. Vielen herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal.